Hallo, willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Alien Isolation. Was sind meine Missionsziele? A Short Range Ambulance. Genau auf meiner Rückseite. Hier ein ID-Tag. Na, hier oben waren wir schon mal. Ja, genau, das ist die Medizinstation, die wir vorhin schon Zugang verschafft haben. Flashlight Batteries. Ach, meine sind noch voll, die lassen wir mal. Wenigstens hat das Spiel schnelle Ladezeiten. Natürlich. I see a launch on my terminal. Marder's already taken one of the shuttles. Hier nach rechts geht es der Weg verschlossen. Ganz nach oben. Ich glaube, irgendjemand befindet sich noch hier mit mir drin. Ist das das Alien oder nur ein paar Plünderer? Ich glaube, das sind Plünderer oder ein Android, weil... So, ich muss hier geradeaus weiter. Und direkt nach oben. Ich hätte eigentlich auch den anderen Weg gehen können. Aber egal. Nein. Ah, komm schon. Interessant, das Alien ist weg, aber es ist definitiv eins hier. Das ist gut zu wissen. Hier oben geht das nicht weiter. Diese Tür ist verschlossen. Also nicht rennen, rennen schlecht. Laden wir den Flammenwerfer mal nach. Wer weiß, wann ich ihn noch brauchen werde. Ein Medkit. Ich
ich nur einen Weg finden, hier hinten zu entkommen, ohne dass mich jemand sieht. Wir haben keinen Lüftungsschacht, wo ich mich verstecken kann. Ja, das war jetzt ein Fehler, Rennen anzufangen. Das Teil kommt mir näher und näher. Mit diesen dummen Androiden. Wenn ich mich nicht... Dreht mir den Rücken zu. Okay, das bedeutet, ich kann jetzt hier weitergehen. Vorsichtig, langsam und leise. Nicht, dass ich wieder den gleichen Fehler mache. Und dann sofort das Alien mir am Arsch klebt. Das Alien ist hier. Ich hoffe mal, dass ich weiterkomme, bevor es mich sieht. So, was ist dieser Bereich? Ha. Flashbang, was sind 3.0? Damn, my access tuner isn't powerful enough. Monaco, sir, there has to be a way. Find ein Level 3 Upgrade. Scheint ja auch hier irgendwo zum sein dann. Da schaut das nicht schlecht aus, dieses Transit-System. Hier oben, Level 3 Update. Hacked door and board the shuttle. Gerade noch geschafft. Coordinates already in the system. Just punch the dash. What about you? Ich habe das Gefühl, dass es nicht so einfach werden wird, dass man hier jetzt einfach rüberfliegt. Aliens, die Außenhülle entlang
langlaufen sieht. Was jetzt eine weitere Ladesequenz. Komm, und hinter mir ist jetzt plötzlich ein Alien. Das wär's jetzt. Spiel zu Ende. Ricardo, can you hear me? Okay. Bin ich jetzt an der Teil der Station oder auf dem Schiff? Ich müsste auf dem Schiff sein, nicht wahr? Die Instruktorsphäre. Das wäre jetzt keine Überraschung, dass die im Schiff auch ein paar Aliens wir finden. Wir hier Play. We may have broken our losing streak. We've barely been scraping a living the past couple of years, and the Anisador is starting to look like the wrecks we salvage. Can't say the crew's been faring any better. Then we found that flight recorder. It belongs to a ship, the Nostromo, Weyland-Yutani property. That means there'll be a reward. But then Marlow had an even better idea. Extrapolate the path of the flight recorder to try to find the wreck of the Nostromo. We got lucky. Found a distress signal and now we're following it. Yeah, ihr habt wirklich Glück gehabt. I can feel it in my bones. He always said he'd do right by me. Genau, ihr findet irgendeinen Flugrekorder mit den Daten. Nein, bleibt weg, Tod und Verderben. Und was macht ihr? Ihr folgt ihm. Vollkommen logisch. Use Button. Flammenwerfer. Shotgun. Haben wir hier noch? Selbst schuld, kann ich da nur sagen. Enter Passcode. War hier gerade ein Passcode, den ich verpasst habe? Anscheinend. Da unten ist der 415. Vier, fünf, zehn. Wie ist der Generator? Wie ist der Generator? Generator. Wie ist die Malung? Ich will nicht irgendwo sein. Ich nehme lieber mal meine Shotgun raus. Was haben wir hier noch? Computer Terminal. Puh. Jetzt noch keine Bewegung, mein Scanner.
Ricardo, in case you're hearing me, nothing needs to go its basic power systems back online. Doors should be open. Hopefully some light. Still no sign of Marty. Marlo? Where are you, Marlo? Thanks for switching the power back on. You saved me a job. I only needed it offline temporarily. I had some things to fix. Find Marlo. Nicht auf meinem Scanner. Komm raus, wo immer du steckst. Maybe you want to join my crew. Plenty of free spots. Ridley? Molly doesn't trust me. He said he'd give me all the data he had of the creature so I could take it to the company, but he... Taylor? Taylor! Oh. Marlo, what are you doing? What no one else seems prepared to do. Come find me, Ridley. I got something for you. Was zur Hölle? Du hast jetzt die Viecher mit auf das Schiff gebracht, oder? Oh, Kassettenrekord, das schaut mir vorsichtshalber aus. Nichts Interessantes. Er hat Aliens auf seinem kleinen Schiff. Interessant. Das letzte Symbol. Okay, das ist wirklich nervenaufreibend jetzt im Moment. Schaut mir mal das Licht an. Und wer ist dieser Mal doch nur ein Frachtcaptain, oder? Wenn er will, dass ich raufkomme, hätte die Tür ja gleich aufmachen können. Und was ist eigentlich mit diesem Raumschiff los? Wir haben nur für Benzin. Chargeback brauche ich nicht. Nichts von Interesse. Und dann speichern wir doch einmal. Oh, das schaut cool aus. Ein paar nette Spezialeffekte hier vom Licht. Aber bedauerlicherweise fehlt der Schatten meinem Spieler hier komplett.
New flight recorded data. Added report. Personal message. This is for my daughter. Hi, Amanda. I'm recording this for you, my sweetheart. And I hope you get to hear it one day. You see, I got into trouble. My ship, there was an accident, sweetheart, and we found an alien creature. It was very dangerous. Oh, yeah. And the only way we could stop it was to destroy the ship. I'm okay. I'm stuck on this lifeboat, long way out. But we had to destroy the ship. We had to destroy the Nostromo. We just couldn't risk bringing that thing home with us. I needed to protect you. Don't worry. Don't worry about me. I'm sure I'll see you very soon. Oder auch nicht. I love you, sweetheart. Ah, das war jetzt wirklich herzergreifend. Oh mein Gott. Okay. Oh, schau mal. Malo. No power. That'll turn the reactor into a goddamn nuke. You'll destroy the ship and the station. It'll annihilate every trace of that creature. Ripley, it's the only way. Eigentlich hat der ja sogar recht. Siehst du, der hat nämlich die richtige Einstellung. Alles vernichten, was darauf hindeutet. Kann ja nichts hacken, oder? Generator. Look for the letters AUX. Okay, hier liegt nichts. Und noch einmal. Okay, you're doing good, Taylor. Now switch the maintenance terminal from auto to manual. Do you see it? I don't want it. It'll be there, Taylor. Trust me. That's it. Yep, Taylor. Vertrau mir. Du jagst dich gleich selbst in die Luft, aber vertrau mir. Oh, das war knapp. Das war's auch schon. Interessant, wie einfach man sowas abstellen kann. Na, was für eine Überraschung. Ich wette, die Kleine
Thermal Chlamydia Explode. Yep. Na, zumindest kein Alien auf dem Schiff. Vielleicht doch. Nein. Ach, kommt jetzt dieses... Das Schiff steht auf dem Kopfspiel. Nein. Noch nicht. Das Schiff, hier ist es. Geht da nur keine Hektik in den Sitz reinzukommen. Das Schiff explodiert ja nur. Ricardo! Ricardo! Ripley, the Inisidora Blast took out the orbital stabilizers. We're about to fall from the sky. Na toll. I'm trying to contact the torrent, but the comms are still locked. The ambulance you just docked is screwed. The torrent is our only way off this. Find the way to contact the torrent. Wo bin ich denn hier jetzt? Und keine Speicherstation in der Nähe. The broadcasting delay just updated. Hello, Sevastopol. Can you respond? We just saw a ship blow on your starboard side, took out an entire orbital stabilizer array. We have no place to dock. Please, tell us what's going on in there. We can take survivors. I'll leave this channel open. Torrent's out. Knapp. Das war wieder eine knappe Angelegenheit. Use Iron Torch. Versteckt. Natürlich muss es hier direkt weiter, ne? Eine gute Frage. Frag ich mich auch. Ich muss hier hindrehen. Du wärst doch intelligenter, hier durchzugehen, ne? Vorsichtshalber laden wir gleich mal nach.
sogar ziemlich wahrscheinlich, mein Kleiner. Niemand ist sicher, im Weltall kann ich niemand schreien hören. Kann ich jetzt durchgehen oder nicht? Nein, nur hier hinten. Operating at 80% sollten doch vorläufig ausreichen, ne? Idle Synthetic Systems. Ah, das lassen wir mal. Nein, 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 nein! Oh, verdammt! What the? Verdammt, den musste ich leider killen. Aber es scheint niemanden zu interessieren. Aus irgendeinem Grund. Nehmen wir ein Zugangsterminal. Das würde ich anstellen, weil ich von hier hinten rauskommen. Aber das lassen wir mal. Das sollte mehr als ausreichend sein. Und ich beende hier mal dieses Let's Play. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und es heißt Let's Play Alien Isolation.